Jeng in de Jeldjorn. Jachtrütsche. Jejen schreibt man nicht mit zwei J, sondern mit zwei J. Menschen rheinischer Zunge haben Schwierigkeiten mit G, J und J. Der Jachmache hat mit Ansitz oder Pirsch nicht viel zu tun, sondern steht für Turbulenzen aller Art. Kinder machen den Jach, wenn sie rumtoben, Jugendliche unter dem Maibaum und Erwachsene, wenn sie einen zu viel getrunken haben. Herzstarker Wind mit Schneetreiben, dann jahret. Jel oder Jöl ist gelb, geben heißt jern, jöffe, jen, jär oder jäffe. Ganz ähnlich klingt gegen. Jähe, jähnt oder gerne, jär, jähn. Ein Salzstreuer, der das Frühstücksei versalzt, weil zu viel auf einmal rauskommt, der jit jär, gibt gerne. Jelde steht für Einkaufen, aber auch Kosten. Ich jahn immer noch Aldi Jelde. Ich gehe immer zum Aldi einkaufen, aber auch ich jahr mir eine Jelde, einen Trinken. Oder wat jelt bei Üschepunk Apple? Was kostet bei Ihnen ein Pfund Äpfel? Jedöf ist die Nottaufe. Ja, ja. Also nicht nur ja oder ja, sondern ja, ja ist ein Bekräftigungswort, das mehr als nur ja bedeuten soll. Ja, ja, dat. Ja, ja, han ich der Verbanö, Mutter, ja, das hier mitgebracht. Natürlich habe ich dir vom Wallfahrtsort, Marienwallfahrtsort in den Ardennen, eine kleine Muttergottesstatue mitgebracht. Die Steigerung von ja, ja ist ein ja, ja, dat, jau oder jo. Das Gegenteil heißt ja, nee. Jeng, auch Pflück, heißt schnell. Janketisch gangbar, beweglich, geschmeidig und Jappe, haben wir schon öfter gehabt, gähnen. Jatz ist bitter, Jeck verrückt, gestibbelt, überfüllt, jämmetisch, jämmerlich und jrömmestisch heiser. Jaulende Hunde, Junkele, eifeler Löwe, wenn sie etwas vermuten, bei Übelkeit muss man mitunter jöbbele. Wer nach einem Streit wieder einlenkt, mäht Jode. Wer sich voll ins Zeug legt, lädt Jorn von Jornlosse oder auch Jitschelosse. Und wer jemanden in Ruhe lässt, der lädt ihn gewährt.